Wenn ihr euer Zuhause im Blick haben wollt, sei es zum Schutz vor Einbrechern oder zum Schutz davor, dass euer Hund nicht wieder die Party seines Lebens feiert, wenn ihr weg seid, braucht ihr Indoor-Kameras. Ring hat zwei davon im Angebot und die schauen wir uns heute mal an. Ring bietet nicht nur Videotürklingeln, Sicherheitssysteme und Außenkameras, sondern eben auch Indoor-Cams. Wenn ihr mehr über das ganze Ring-System, wie die Produkte miteinander kombinierbar sind und wie ihr euer Haus absichern könnt, wissen wollt, dazu haben wir euch ein Video verlinkt, hier, oder ihr klickt einfach aufs i. In diesem Video jetzt legen wir aber mal den Fokus auf die Indoor-Cams von Ring. Die erste Entscheidung, die ihr treffen müsst, ist kabelgebunden oder mit Akku. Eigentlich ist es aber eine einfache Entscheidung, weil es eben damit zusammenhängt, wo ihr die Kamera aufstellen oder aufhängen wollt. Ach ja, ihr könnt die Kameras aufhängen oder aufstellen. Da braucht ihr keinen Adapter, das geht einfach so. Die Indoor-Cam oder Stick-Up-Cam Wired ist, wie der Name schon sagt, nur für innen und braucht Strom. Die andere Stick-Up-Cam braucht einen Akku, aber ihr könnt sie dafür auch draußen montieren. Wenn ihr draußen ganz fancy werden wollt, gibt's für die Stick-Up-Cam sogar ein Solarpanel, dann ist der Akku auch kein Thema mehr. Neben Akku oder kein Akku und wetterfest oder nicht wetterfest, gibt's noch einen Mini-Unterschied zwischen den beiden Kameras, und zwar das Sichtfeld, also wie viel man sehen kann. Die Indoor-Cam schafft 140 Grad diagonales Sichtfeld und die Stick-Up-Cam nur 130. Ihr könnt also mit der Indoor-Stick-Up-Cam Wired ein kleines bisschen mehr in die Breite sehen. Im Alltag macht sich der Unterschied aber eigentlich kaum bemerkbar. Gut, die Stick-Up-Cam ist meistens ein bisschen teurer als die Indoor-Cam, aber der Preis kann sich immer ändern und es gibt auch immer mal Angebote. Meistens liegt der Unterschied auch nur bei ca. 40 Euro oder so. Ansonsten sind beide Kameras sehr gleich, sehr ähnlich. Ihr bekommt bei beiden 1080p Video und Nachtsicht, Bewegungserkennung mit einstellbaren Bewegungszonen, eine Gegensprechfunktion. Wenn ihr das so eingestellt habt, kann die Kamera Menschen und Tiere erkennen und euch zum Beispiel auch nur benachrichtigen, wenn Menschen erkannt worden sind. Und euer Hund kann machen, was er will. Die Benachrichtigungen bekommt ihr alle in der kostenlosen Ring-App. Und schön ist, dass ihr, wenn die Kamera etwas erkennt, auch immer direkt einen Screenshot des Bildes mitgeschickt bekommt. So könnt ihr dann schnell sehen, ob ihr nochmal genauer nachschauen müsst oder eben nicht. Und zwar ohne dafür die App öffnen zu müssen. Die App ist wirklich Dreh- und Angelpunkt für alle Ring-Produkte. Kostenlos könnt ihr da auch schon alles verwalten und euch die Kameras live anschauen. Da gibt es das Dashboard, wo ihr eine schöne Zusammenfassung aller eurer Kameras und Sensoren bekommt, wenn ihr auch schon andere Sensoren habt, natürlich. Wenn ihr noch mehr Funktionen wollt, wie zum Beispiel das Aufzeichnen und Speichern von Videos, dann braucht ihr ein Ring Protect Abo. Das kostet zwischen 3 und 10 Euro im Monat und bietet euch dann die Möglichkeit, Videos zu speichern, bis zu 30 Tage Videoverlauf einzusehen, Videos zu teilen und Fotoaufnahmen zu machen. Die Ring Überwachungskameras sind eine tolle Sache, egal ob einzeln oder zusätzlich zum Beispiel zu einer Ring Video Doorbell. So könnt ihr, wenn ihr nicht zu Hause seid, zum Beispiel an der Tür sehen, dass der Paketbote kommt, ihm sagen, dass er das Paket in den Hof legen soll, da dann auf der Ring Stick-Up Cam überprüfen, ob er es auch wirklich macht und mit der Gegensprechfunktion euer Stick-Up Cam Wired eurem Hund sagen, dass er sich wieder beruhigen kann, wenn der Paketbote weg ist. Das Schöne ist, dass ihr alle Kameras und Produkte bequem über das Dashboard einer App verwalten und steuern könnt, egal wo ihr gerade seid. Habt ihr schon eine Ring-Kamera oder zwei oder drei? Habt ihr noch Fragen zum Thema Ring oder Smart Home allgemein, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Mehr zum Thema findet ihr natürlich auch auf dem Tink-Blog und bestellen könnt ihr die Produkte im Tink Shop zum Beispiel. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert am besten den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Und ansonsten würde ich sagen, grüner Tee mit Panda-Bären. Tja, und das hat sie denn nicht erwartet. Ne? Ich wollte nur noch gucken, wer bis
zum Ende zuhört und nicht schon abgeschaltet habt. Wenn ihr bis jetzt noch zugehört habt, schreibt mal grüner Tee mit Panna-Bären in die Kommentare und wir verwirren damit gemeinsam den Support. Das finde ich eine gute Idee. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.